Das macht dann 2,50 Euro, bitte. Ungewöhnliche Umgebung. Ich bin wieder nicht in meinem Wohnzimmer, sondern im Supermarkt. Denn heute kommt eine ganz spezielle Folge. Viele von euch wollten mal die Lara im Supermarkt arbeiten sehen. Sorry, aber was fällt euch ein? Ihr wisst so oder so, dass sie verkacken wird. Komm, seien wir uns ehrlich. Willkommen zu einem weiteren Video von... Hey, die Lara sucht die Arbeit. Intro ab. Arbeit heißt doch kein Geld, ey, die Lara, lass es wieder krachen. Sie hat die Ideen, die nicht gut sind, jawohl, denn gleich gibt's was zu lachen, yeah. Die Lara heißt ich und jeder hier kennt mich. Sie sucht eine Arbeit, doch jeder sagt nein. Die Lara heißt ich, die ganze Welt kennt mich. Sie sucht und sucht, doch keiner will sie. Na, 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 na. Als Pilot hat sie verkackt. Ärztin verkackt. Fußballerin. Geschafft. Nein, Spaß, auch natürlich verkackt. Jetzt will sie im Supermarkt arbeiten. Am meisten tun mir die Kunden leid. Wieso? Das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. Hey, hey, was machst du hier? Ich will meine Sachen bezahlen. Wieso? Weil, wenn ich so rausgehe, wäre das Diebstahl und ich will nicht... Nein, 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 du Pudelkopf. Ich meine, wieso du ausgerechnet zu meiner Kasse kommst. Kasse 1, frei. Kasse 2, frei. Kasse 3, frei. Und dann musst du ausgerechnet zu mir zu Kasse 4 kommen. Schauen Sie. Ist 4 deine Lieblingszahl? Nein, nein, hören Sie einfach. Oder war dein bestes Zeugnis in der Schule eine 4? Wieso kommst du genau zu Kasse 4? Hören Sie, es war einfach der kürzeste Weg. Was soll ich machen? Oh, ja. Jetzt ergibt es Sinn. Ja. Du bist von der Snack-Abteilung gekommen. Ja, und das war der kürzeste Weg. Okay, ja, dann ist gut. Ja. Hey, was machst du? Ich leg das hin. Verpiss dich! Kasse 1, 2 und 3 sind noch immer frei. Pudelkopf. Pudelkopf. Hey, die Lara sucht die Arbeit. Hey, was soll das? Bist du ein Bauer oder wieso hast du das Bedürfnis, all unsere Äpfel anzufassen, ha? Ja, genau. Ja, leg den Apfel wieder zurück. Super brav. Ja, kein Problem. Der schmeckt jetzt sicher besser mit deinen gammligen Bakterien oben. Ja, jeder will den haben. Nimm den verranzten Apfel sofort wieder zurück. Nur Gott weiß, wo du schon überall mit deinen Händen schon... Was für Hände? Ich mein Pfoten. Du hast Pfoten, du Hund, du. Ja, super. Und jetzt popelst du mich im Laden herum. Ja, okay, super. Verpiss dich. Hey, die Lara sucht die Arbeit. Klopapier? Ja. Schon peinlich, Klopapier einkaufen zu gehen. Naja, ist ja menschlich, oder? Das Klopapier lässt sich nicht scannen. Nee, oder? Ich hol mal den Chef. Können Sie ihn bitte leise holen? Ich will nicht, dass jeder mitbekommt, dass ich Klopapier... Herr Schrempel, bitte zu Kasse 4. Da ist ein Kunde, der Klopapier kauft, weil er heute noch kacken geht. Weil er heute noch kacken geht. Kommen Sie, so schnell es geht. Kommen Sie, so schnell es geht. Kommen Sie, so schnell es geht. Es ist dringend. So dringend ist das nicht. Er kackt gleich den ganzen Laden voll. Hey, die Lara sucht die Arbeit. Entschuldigung? Ja? Ich wollte mir asiatische Nudeln kaufen, aber ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. Okay. Ja, da steht was auf Chinesisch. Ich verstehe das nicht. Oh, ja, kein Problem. Ich kann ja Chinesisch. Echt? Ja, ja, ich habe früher in China gelebt und mein Onkel ist Jackie Chan. Natürlich kann ich Chinesisch. Das ist toll. Ja, geben Sie es mal her. Und? Was steht da? Xing, xing, ting, ling, 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 ling. Und was bedeutet das? Das bedeutet übersetzt, verpiss dich aus meinem Laden. Glaubst du, dass ich Chinesisch kann? Verpiss dich! Piss dich! Hey, die Lara sucht die Arbeit. Das macht dann 18,30 Euro. Mit Karte bitte.
Okay, geht. Ein Augenblick. Geringverdiener. Hey, wir haben einen Geringverdiener hier. Was? Hast du kein Geld mehr auf der Karte? Doch, ich denke, es liegt an der Maschine. Und ich denke, es liegt an deinem Job. An deinem Broke-Ass-Job. Verdienst wahrscheinlich gar nichts. Kann ich es nochmal versuchen? Sie wollen es nochmal versuchen. Ja. Sie hoffen, dass es jetzt klappt, oder? Ja, ich hoffe es. Und es wird doch klappen. Okay. Darf ich es versuchen? Nö. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Warte. 8 € für Cookies? Ja, teuer, oder? Sie wollen ernsthaft 8 € für Cookies ausgeben? Ja, in der Tat. Man zahlt ja auch für die Qualität, ne? €14 für Reis? Ja. Sind Sie zurückgeblieben? Qualität hat ihren Preis und diese Qualität, die kann ich mir leisten. Wetten, Ihr Name singt wie Dieter oder so? Nee, ich heiße Manfred. Manfred, genauso beschissen wie Dieter. Ja, ja, können Sie weitermachen. Ich habe nicht so viel Zeit, mein Privatjet geht gleich. Okay, sorry, Mr. Präsident, ich kaufe mir Cookies für 8 €, Land. Okay, nein. Eine Soße für 9,90 €? Eine Soße für 9,90 €, ja. Wissen Sie, wie lange ich arbeite für 9,90 €? Keine Ahnung. Wie lange? Ich weiß es auch nicht. Das ist mein erster Arbeitstag. Hab davor immer Arbeitslosengeld bekommen. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ey, pass auf, wo du hingreifst. Bist du blind? Ja, ich bin blind. Krass. Ich wollte sie eigentlich beleidigen. Wie bitte? Nichts. Wie viel ist mein Einkauf geworden? Ihr Einkauf ist genau 100 € geworden. Ah. Ja, hier. Warte, er ist ja blind. Soll ich so tun, als ob er mir nur einen 5er gegeben hat? Oh, warte, war das ein 100-Euro-Schein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Heilige Macaroni, soll ich ihn anlügen oder nicht? Habe ich ihn jetzt zu wenig gegeben? Ja, nein, vielleicht? Ja, Sie haben mir zu wenig gegeben. Oh, was für einen Schein haben Sie von mir bekommen? Nur einen 5-Euro-Schein. Es fehlen noch 95 €. Ehrlich? Ich glaube aber, dass ich Ihnen einen 100-Euro-Schein gegeben habe. Nein, leider, nur 5 €. Schwören Sie auf alles, dass ich Ihnen einen 5-Euro-Schein gegeben habe. Ja, ich schwöre auf alles. Er ist eh blind, er kann mich eh nicht sehen. Oh, dann tut es mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass ich nicht blind bin. Mein Name ist Sebastian Sackmeister. Wir filmen mit einer versteckten Kamera und befinden uns gerade live im TV. In dieser Show versuchen wir, Betrüger zu erwischen und schauen, wie gierig Menschen sind. Weinen bringen Sie jetzt auch nichts mehr. Sie wird Ihren Job verlieren und ich hoffe, dass Ihnen die Show gefallen hat. Bis bald. Dreimal dürft ihr raten, wer Ihren Job verloren hat. Genau, die Lara. Wer denn sonst? Wo soll die Lara als nächstes arbeiten? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr eine weitere Folge Die Lara sucht Arbeit sehen wollt, dann gebt dem Video 10.000 Likes. Komm, easy, komm. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in die Kommentare diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Heute gibt es kein klitzekleines Dankeschön, sondern ein etwas Größeres. Ich verschenke 3x50 € Gutscheine an euch. Wer ist euch? Das sind die Leute, die diesen Kanal abonniert haben. Einfach den Kanal abonnieren und einen random Kommentar in die Kommentare schreiben. Großes Dankeschön an Media Supermarkt, dass ich hier drehen durfte. Kommt gerne einkaufen, vielleicht laufen wir uns hier über den Weg. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.